Jo, ganz einfacher Kiesweg durch den Wald. Frisch gemacht. Ja, brauchen wir eigentlich nicht viel zu sagen. Kommen wir mal zu denen hier. Ich werde jetzt einfach da wahllos das Zeug rausnehmen und gar nicht so groß drauf achten. Teilweise hier wirklich mit Farbe. Ja, leider kaputt. Ich habe hier aber noch irgendwo einen mit Farbe gehabt. Naja, schauen wir einfach mal. Mit denen fangen wir mal an. Ah, so eine hauchdünne Schicht sehe ich gerade. Ja, aber nicht schlecht. Schön mit Bänderung. Wie gesagt, wirklich nur eine hauchdünne Schicht. Deswegen habe ich jetzt direkt an der geschnitten. Muss ich an meinem Schleifen noch aufpassen, dass ich nicht zu tief komme. Wobei es ja schon eine Überlegung wert, da vielleicht eine Scheibe draus zu machen. Und mal zu gucken, wie es hier drunter aussieht. Ich glaube, das machen wir auch mal. Jo. Jo, machen wir mal. Ja, sieht doch schön aus. Hier ist es leider abgebrochen. Das kommt daher, dass der Achat, wo man die Bänder sieht, in der Mitte kein Quarz hat, das ist Kalzit. Gelblicher Kalzit. Schön, gefällt mir das Stück. Sehr gut. So, was haben wir hier? Mandel. Hier ist sie kaputt.
Waren mal 3 Stück. Mal gucken. Ja, durch den Rüttler sind sie natürlich ein bisschen empfindlicher. Oh, schade. So. Nö, nix. Nix Ordentliches. Dann. Quarz-Innenkern. Könnte Eisen sein. Ja, ich gehe mal davon aus, das ist eine Eisenschicht. Auch nicht schlecht. Sieht man sogar noch die Wachstumslinie, wo er zusammengewachsen ist. Gefällt mir. Schön. Dann haben wir hier den kaputten. Ich hoffe, der Riss ist nur oberflächlich. Wenn ihr genau auf einer Kante übrigens schneiden wollt, ein Finger hierhin, ein Finger dahin, sodass die genau zwischen der Kante sind, und dann wisst ihr, da muss das Blatt dazwischen und dann habt ihr auch genau die Kante erwischt.
Ah, da bin ich jetzt mal gespannt. Oh, Menno. Da habe ich jetzt definitiv mehr gehofft. Einfarbig, ohne Bänderung. Naja. Hier ist er kaputt. Jetzt sieht man, das ist wohl Quarz. Werde ich auch so schneiden. Kann man, wenn da was ist, kann man den nämlich schön so hinlegen. Dann hat er nämlich hier die Fläche zum Präsentieren, liegt so schön auf. Oh. Oh, okay. Unerwartet. Interessant. Sehr interessant. Kalzit. Dünne Achatringe. Das hier, boah, kann ich nicht sagen. Könnte Quarz sein. Ja, cool. Perfekt. Sehr schön. Was ist das? Ja. Ach, wie schön die Sonne kommt. Ja, nur die ist an der falschen Ecke. Mist, hier müsste sein. Kommt sie noch? Also, hier habe ich gesehen. Hehe, sieht man da besser. Der hat hier Bänderung drin. Ist aber ein sehr verklüfteter Stein. Jo. Schneiden wir mal in der Mitte durch. Ah, dann hat er hier auch noch einen Riss. Das ist natürlich blöd. Wie geht der? So. Noch da. Jo, also schneiden wir am Riss. Okay, das obere ist sehr brüchig. Ja, ich befürchte, das wird man abmachen müssen. Ja. Das obere wird man abmachen müssen, um den bearbeiten zu können. Weil das kann man nicht bearbeiten, egal wie man sich Mühe gibt, das wird blöd aussehen. Einmal hier geschliffen, einmal so rüber geschliffen, einmal hier, dann ist der schon mal schön. Jo, interessant. Hier haben wir ein bisschen Farbe außen. Innen drin sieht er aber nicht wirklich nach was aus.
möglich, dass der noch schön wird. Wahrscheinlich wird er aber innen drin genauso aussehen. Na, mal gucken. So, der Stein, der oben drauf saß, der hat sich gerade gelöst. Und wie vermutet, leider nichts. Gleich zum Müll. So, was ist das denn? Ah ja. Ein größeres Stück Achat. Hier mit einer schönen Struktur. Oh, wenn ich mir gerade überlege, ob ich den wirklich schneiden will oder direkt schleifen. Der hat nämlich auch so viele Risse. Nee, der wird kaputt gehen. Der wird leider kaputt gehen. Das ist doof. Ja, den werde ich direkt schleifen müssen. So, was haben wir hier? Mandel. Noch eine kleine Mandel. Muttergestein in der Mitte. Oh yeah, supi. Ja, das ist doch mal ein schönes Stück. Richtig schön gebändert. Ja, der hat sich rentiert. Im Kiesweg gefunden. Sehr schön. Jo, warum haben wir den mitgenommen? Große Mandel. Aber wenn man sowas schon sieht, Ja, teilweise, ich habe die Sachen erst zu Hause sauber gemacht. Es hatte nämlich geregnet zuvor und der Weg war dann an manchen Stellen ein bisschen matschig. Gerade so an den Rändern. Kann durchaus sein, dass wir einfach nicht gesehen haben, was es ist. Jo. Naja.
Wenn ihr seht an der Seite, dass der so aussieht. Es ist zwar interessant, aber es ist nicht wirklich schön. Es ist kein Achat, das ist so ein Gemisch. Wenn da jetzt noch Achat dabei wäre, das war mal, ja. Aber das Weiße zum Beispiel, was man zwischendrin sieht, das war alles mal Achat. Vor langer Zeit. Kann man nichts mitmachen. Schade. Großer Quarzkern. Man könnte hier eine dünne Scheibe abschneiden. Und dann könnte es sein, dass der da drin die schöne Musterung zeigt. Ich weiß nämlich nicht, wie tief der Quarz reingeht. Wenn man ihn so halbiert, hat man halt oben und unten kaputt. Na komm, ich mach mal Risiko. Ich mach mal wirklich eine Scheibe. Eine dünne. Ja, das Weiß, wie gesagt, das war mal Achat. Ist keiner mehr. Jo. Mal schauen. Hier unten ist alles sehr brüchig. Ich wette, ich könnte es jetzt mit dem Fingernagel einfach nur abziehen. So. Muttergestein. Das ist die Mandel. Das hier unten ist das Muttergestein, das brauchen wir nicht. Interessant. Rosa, gebändert. Oh, nicht schlecht. Kleine Äuglein drinne. Jo, gefällt mir. Sonne ist jetzt weg. Na, sieht man nichts mehr von der Sonne. Das ist eigentlich Kalzit. Okay.
Naja, schneiden wir mal auf. Ist nur Kalzit. Jetzt ist man auch gleich gebrochen. So. Na, der hat sich hier rein verirrt. Den hatten wir da auch gefunden. Einmal hier abschneiden, einmal da abschneiden. Ja, sehr schön. Wollen wir das abkriegen? Nee, es ist doch zu fest dran. Schönes Stück. Ja, lässt sich auch gut präsentieren. Wäre hier ätzend. Das wird wieder eklig beim Polieren. Da kommt wieder Erde raus. Sehr schön. Ja, auf den war ich schon gespannt. Hat hier so ein schönes Rot. Ich hoffe, dass er hält, was er verspricht. Nur wie schneiden wir den denn? Ja, manchmal ist die Entscheidung nicht so leicht. Ja, einmal mittendurch.
Oh, hier bricht was, hier bricht was. Ach, Menno. Oh, aber cooles Bild. Richtig cooles Bild. Ja, gefällt mir. Sehr schön. So, kleine Bruchstücke lagen auch dazwischen. Wobei das hier ist ein Innenteil von der Mandel und ein Bruchstück. Wahrscheinlich nur Quarz. Aber auch der kann schön aussehen. Ja. Schönes Innenleben. Sehr schön. Gefällt mir. Sowas liebe ich, wenn man reingucken kann. Ja, genau richtig geschnitten. Super. Entschuldigung. Nicht wirklich vielversprechend. Okay, mit dem Band in der Mitte. Oh, weiß ich noch nicht, ob er mir gefällt. Zumindest interessant. Ja. Nochmal eine Quarz-Innenmandel. Vermutlich nur Quarz.
Ja. Gar nichts. Schade. Jo. Die war auch sehr dreckig gewesen. Da habe ich sie nur wegen der Form mitgenommen. Verspricht gar nichts. Jo. Sieht zwar interessant aus und ich habe keine Ahnung, was das für ein Material ist. Weil das so gestreift ist. Das sind Streifen gewachsen. Auch hier oben ist ein klein bisschen Achat. Winziges bisschen. Mal schauen, wie sie bearbeitet aussieht. Hier ein Bruchstück und eine ziemlich kaputte Mandel. Okay. Da ist nicht wirklich viel zu retten, das ganze Zeug zerbricht. Oh. Okay. Ja. Wie gesagt, das war mal Achat. Jetzt ist es das nicht mehr. Riss falsch eingeschätzt. Ich dachte, er wäre weiter unten. Aber sieht schon mal cool aus. Muss aber trotzdem noch mal ein bisschen schräg schneiden.
ist auch schon besser. Auch sehr interessant. Was wir übrigens auch dort gefunden hatten, was ich euch sehr gerne gezeigt hätte, war ein richtig super genialer Amethyst. Gar nicht mal so klein. Den hat meine Frau gefunden und hat ihn gleich von mir in Sicherheit gebracht. Deswegen, ich habe keine Ahnung, wo er ist. Ich kann deswegen nichts zeigen. Ja, farblich interessant. Der auch. Oh. So viel versprochen, so wenig gehalten. Ja, sehr schön. Ich weiß jetzt leider nicht, wie man diese Art von Achat nennt. Aber er ist schön. Super. Perfekt. Das sind die letzten Reste. Ich gehe mal davon aus, dass der auch komplett zerbrechen wird. Und es rentiert sich auch nicht, da groß was zu machen. So. Ah ja, der stammt nicht von dem Weg. Der ist noch von älteren Zeiten. Eine winzige Druse drin, ne? Keine Ahnung, ob die durchgeht. Den habe ich
auf einer Waldwiese gefunden gehabt. Vor ein paar Wochen schon. Den habe ich aber mit reingelegt. Den will ich die ganze Zeit schon aufschneiden. Und jedes Mal, wenn ich was gemacht habe, habe ich den vergessen. Ja. Schöne Kristalle. Jetzt leider nicht ganz so, wie ich es mir erhofft habe. Ich hatte jetzt doch ein bisschen mehr Bänderung erwartet. Schade. Naja. Da bin ich mir noch nicht mal sicher, ob das Quarz ist oder ob das Achat ist. Und es ist Quarz. Und er ist dreckig. Nicht wirklich was für mich. Ja. Grün wie Rhyolith, aber die Form von zwei Mandeln. Und ich gehe von aus, es ist nach wie vor Rhyolith. Ja. Aber sehr dunkel. Cool. Ja, wird sich auch gut polieren lassen. Sehr schön. Mir gefällt es, auch wenn es kein Achat ist. Rhyolith mag ich nämlich auch sehr gerne. Wenn ihr jetzt mal die Farbe vergleicht, ich weiß nicht, vielleicht kennt ihr den sogenannten Regenwald-Jaspis, der ja in Wirklichkeit eher Regenwald-Rhyolith heißen müsste. Der hat auch unterschiedliche Grüntöne, so wie der hier. Und jetzt als allerletztes eine riesige Mandel. Mal gucken, ob da was drin ist. Und gebrochen.
So hart wie die ist, ist da definitiv Achat drin. Oh, nochmal gebrochen. Auch das ist jetzt ärgerlich. Und ja, es war Achat. Och, Menno. Oh, das ist ja blöd. Zerbricht aber komplett. Die hat zu viel abgekriegt. Zu viel Dutch. Sehr schade. Sehr schade. Und vor allem, sie ist überall so gebrochen. Ich hätte sie doch so schneiden müssen. Ja, hinterher weiß man mehr. Schade. Jetzt habe ich einen halben Mandel mit Riss, mit Schnitt. Naja. So, das war der letzte. Dann mache ich jetzt mal ein bisschen sauber und bereite vor, das nächste Video wird jetzt Jaspis aus Idar-Oberstein. Also, ich wünsche euch einen schönen Tag noch. Bis demnächst. Tschüss.